Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist mal wieder Zeit. Im Frühjahr heißt eigentlich immer Spielwarenmesse in Nürnberg und das heißt auch immer, dass ich eine Vorschau mache. Und genauso sollte auch diesmal wieder sein. Mittlerweile mache ich die Vorschau ja wirklich schon seit, weiß ich gar nicht, viertes oder fünftes Jahr jetzt mittlerweile. Nee, ich glaube im vierten Jahr jetzt. Also wirklich schon seit von Beginn an und das soll natürlich dieses Jahr genauso sein. Ich habe es auch wieder auf zwei Teile aufgeteilt, das heißt, jetzt seht ihr quasi Teil 1, den Teil 2 wird es kurze Zeit später geben, denn die Spielwarenmesse ist ja jetzt schon direkt am Dienstag und ich bin am Samstag dann dort vor Ort und deswegen versuche ich natürlich das alles oder muss natürlich bis dahin alles schon abgedreht und am besten auch noch veröffentlicht sein. Und ja, ich orientiere mich wie jedes Jahr an der Boardgame Geek Liste, also quasi die Preview Liste, die eben Eric Martin von Boardgame Geek da immer zusammenstellt. Seit so 2 Jahren ungefähr ist die immer zusammen mit der New York Toy Fair. Also das heißt, da können sich ein paar Spiele einschleichen, die vielleicht mehr für die New Yorker Spielwarenmesse ist und nicht jetzt unbedingt Spielwarenmesse in Nürnberg da. Aber gut, ist dann ganz einfach so. Ich gehe chronologisch nach Name der Verlage vor. Das heißt, das Ganze ist quasi auch nach Verlag gruppiert. Und ich versuche wirklich relativ zügig über die Spiele drüber zu gehen, also wirklich nur eine ganz kurze Vorstellung zu den Spielen. Habe mir bei jedem so ein bisschen ein paar Notizen gemacht und möchte euch ganz einfach da ein bisschen was vorstellen. Kinderspiele habe ich fast alle wirklich komplett rausgenommen, also so ab 8 Jahren ein paar, sag ich mal, Highlights sind jetzt dort auch schon ab 6 Jahren mit dabei. Und wie gesagt, also es ist wirklich die Liste von Boardgame Geek für die Neuheiten, die eben jetzt im Frühjahr rauskommen. Es gibt natürlich auch welche Spiele, die irgendwie erst im Sommer oder jetzt so erscheinen. Die sind halt wirklich noch nicht in der Liste drin. Vielleicht sieht man auch mehr, als man jetzt irgendwie in der Liste dort sieht. In Nürnberg dann vor Ort ist meistens so. Also irgendwelche Prototypen oder sowas, da ist jetzt hier noch nicht unbedingt mit dabei. Gut, ja, das jetzt einfach nochmal so zur Vorrede. Ich würde sagen, fangen wir dann langsam einfach mal an. Und zwar los geht's mit Abacus-Spiele. Und ich mache das auch so, ich sitze nicht umsonst so weit hier drüben, sondern der Bereich ist quasi für die Spiele. Und ich weiß nicht, hier oben oder so, auf jeden Fall werde ich irgendwo auch noch eben den Verlag immer mit einblenden, solange ich eben in diesem Blog für den Verlag bin. Und dann seht ihr quasi auch direkt im Video immer, könnt ihr durchskippen, wenn euch der Verlag vielleicht gar nicht interessiert, jetzt für jedes einzelne Spiel jetzt irgendwie eine Leiste oder so durchlaufen lasse ich jetzt nicht, weil das ist doch schon recht mühsam. Vielleicht wollte ich auch bei vielen Spielen eh nur so ganz kurz was dazu sage. Aber wie eben schon angekündigt, geht's jetzt los mit Abacus-Spiele. Und bei Abacus-Spiele dort kommt eine neue Erweiterung zu Bang the Dice Game. Also dieses Bang-Universum ist ja mittlerweile schon relativ groß geworden. Die neue Erweiterung, die den Namen Undead or Alive hat, kommt auch übrigens direkt mit Deutsch, wird im Deutschen schon angekündigt, bringt 5 Module mit sich, die man natürlich dann immer so beliebig kombinieren kann miteinander. Und bei der Erweiterung sind jetzt sogenannte Rage-Karten mit dabei, die man ja eben unter Umständen bekommt, wo dann eben auch Symbole, die auch auf den Würfeln drauf sind, mit eben auf den Karten drauf sind, die man dann mit so seinem Würfelwurf mit dazu nehmen kann. Außerdem gibt es jetzt 2 neue Duellwürfel, also es gibt jetzt quasi so eine Variante im Spiel, wo es dann zum Duell Spieler gegen Spieler kommt. Dafür sind dann diese Duellwürfel und auf diesen sind dann auch nochmal extra so eine neue Whisky-Seite, die eben auch nochmal dann so besondere Effekte mit hat. Also für Bang the Dice Game Fans gibt es auf jeden Fall ein bisschen was dazu. Das nächste ist Deckscape, Flucht aus Alcatraz. Da geht es natürlich auch weiter, eben der oder das Exit-Spiel von Abacus-Spiele, beziehungsweise die lokalisieren das ja auf Deutsch, Divi Giochi, der italienische Verlag, der bringt das im Ursprung raus, mittlerweile schon der 7. Teil. Und klar, diesmal geht es eben um die Flucht von Alcatraz. Dann noch recht neu, auf der Spiel 2019 ist dieses System erschienen, Decktective. Da gibt es jetzt ganz einfach den 2. Teil, das gespenstische Gemälde heißt das Ganze, kommt eben halt auch auf Deutsch raus. Und ist hier ein Krimi-Deduktionsspiel mit Kartendeck. Und ein bisschen das Besondere ist, dass man eben so eine Art 3D-Szene, Crime-Scene eben baut. Also ja, hört sich ein bisschen hochtrabender an, als es im Endeffekt dann wirklich ist. Weil es ist einfach eine Karte, die man so gebogen in die Spielschachtel mit reinlegt, um dann quasi die 3D-Crime-Scene zu haben. Und spielerisch ist es so, dass die Karten eben immer unterschiedliche Zahlenwerte haben und
Jeder hat so seine Handkarten und um eben jetzt Karten offen für alle zu spielen. Also man entscheidet, ähnlich wie bei Sherlock, eben, ob man eine Karte offen spielt, um quasi die Information allen Spielern preisgibt oder verdeckt abwirft. Da muss man sich das ein bisschen merken. Wenn man sie aber offen spielt, dann muss dieser Zahlenwert gleich hoch sein oder niedriger, bin mir jetzt nicht ganz sicher, niedriger oder höher dann eben als die letzte Karte, die eben dort schon offen ausliegt. Also das so nochmal als kleine Einschränkung da eben. Was von Abacus-Spielen neu kommt, ist Fringers. Und da, wenn man sich das Cover anschaut, Ring und Fingers steckt da irgendwie auch mit drin. Man sieht es ja auch am Coverbild. Es ist ein Party-Geschicklichkeitsspiel, Teamspiel, wo man eben zusammen entsprechende Aufgabenkarten lösen muss. Und auf diesen Aufgabenkarten sind halt Ringe in unterschiedlicher Anordnung auf den Fingern abgebildet. Und der Clou ist, man darf nur Ringe an seinen linken Nachbarn weitergeben. Ja, hört sich auf jeden Fall recht lustig an. Ist auf jeden Fall ein bisschen was mit etwas mehr Körperkontakt. Dann, ich habe es eben schon angesprochen, Sherlock, da gibt es direkt mal drei weitere neue Fälle. Also thematisch auch wieder ein bisschen mehr Vielfalt. Was oder wer ist Vincent LeBlanc? Habe ich hier als einen Fall. Dann der Butler und Grabesstille. Also da gibt es wieder mehr Futter für Sherlock-Fans. Und ja, ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall einige draußen. Dann sind wir direkt schon bei Amigo. Und ja, die Amigo-Neuheiten sind eigentlich schon draußen. Ist ja traditionell immer so, dass Amigo-Spiele immer kurz vor den Messen jeweils die Neuheiten schon mit veröffentlicht. Und ich hatte die aber auch noch nicht mit Absicht in meinen Spielleiter-News gehabt, obwohl ich eben wusste, dass ich die jetzt hier in der Vorschau bringen möchte. Und da geht's los mit Biber Gang. Und das ist ein Kartensammelspiel, wo man eben versucht, den niedrigsten Gesamtwert insgesamt zu erreichen. Also erinnert an unterschiedliche Spiele wie zum Beispiel Skycho oder Hilo. Und manchmal hat man aber auch von den höheren Karten einen Vorteil. Wenn man die eben mit anderen Spielern, wenn man da eben schaut, ein anderer Spieler hat auch die gleich hohe Karte wie ich, dann gibt es eine entsprechende Boni. Also ja, so ein einfaches Kartenablegespiel eben mit einem besonderen Kniff dazu. Was es auch noch gibt, ist eine Kniffelvariante mit dem Namen Chili Dice und das hat eben 6 Würfel. Ich zähle nochmal hier genau 6 Würfel. Das ist auch so eine Schachtel, wo eben so ein transparenter Bereich ist und man die Würfel dort direkt durchsieht und jeder Würfel hat eine Seite, die eben rote Zahlenpunkte hat und die sind bei den 6 Würfeln auch genau unterschiedlich. Das heißt, alle Würfel ist auf jeder Zahl oder alle Würfelzahlen sind auf jeden Mal rot. Also schwierig zu erklären, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ist ein Push-and-Luck-Spiel und es ist so, dass man hier, wenn man dran ist, so oft neu würfeln kann, wie man möchte. Also man hat keine Einschränkung jetzt pro Zug, sondern über das ganze Spiel hat man nur 30 Würfe zur Verfügung und muss sich da quasi ein bisschen arrangieren. Und es gibt entsprechend ganz einfach die Kniffelwertung und man versucht halt 10 Felder dabei zu füllen. Und diese schon bereits angesprochene rote Seite, die eben auf jedem Würfel dann entsprechend bei der anderen Zahl ist, ist so ein Joker, der dann auch unter Umständen noch irgendwie Bonuspunkte bringt. Ja, dann das nächste Spiel ist eine Neuauflage von einem Spiel. Mittlerweile in der 3. Edition ist das rausgekommen und zwar Verflixt 2005. Damals kam das raus von dem Autorenduo Kramer Kiesling ist ein Roll-and-Move-Spiel. Das heißt, wir würfeln, haben dort unsere Spielfigur, die wir über so Plättchen bewegen müssen. Und die Plättchen haben jeweils auf der, sag mal, einen Seite und auf der anderen Seite, also eine Eingangs- und Ausgangsseite, haben die unterschiedliche Bedingungen, unter der man eben dieses Plättchen nur betreten kann. Und die neue Version, die benutzt jetzt so eine spezielle Variante, die es ursprünglich mal nur gab, dass eben doppelseitige Plättchen dort genommen werden. Also ursprünglich war das wohl mal eine Variante, jetzt ist das die Standardversion eben in dieser 3. Auflage von Verflixt. Das letzte Spiel im Amigo-Block, das ist Chip It und das ist ein auch so ein bisschen Kartenablagespiel, wo es darum geht, man hat einfach 2 Handkarten, also man könnte jetzt vermuten, ist ein sehr schnelles Kartenablagespiel. Nee, man hat eben 2 Handkarten und aber auch 2 Chips und man muss die Handkarten und die Chips abgeben und es ist so, wenn man eben so eine Karte spielt, dann kann man durch Nehmen von Chips aus dem allgemeinen Vorrat den Kartenwert erhöhen.
Und das muss man halt eben halt schon ein paar Mal machen, um dort halt eben seine Handkarten loszubekommen. Und da muss man eben so ein, ja, ein gutes Verhältnis dort eben finden, dass man zwar schon Chips nimmt, aber die dann halt auch irgendwann wieder losbekommt. Und das Original ist übrigens von 2014 und heißt da To Unlimited and Beyond. Also da jetzt eben quasi eine, ja, Lokalisierung, sage ich mal. Weiter geht's dann mit Ares Games und da habe ich auch ein paar interessante Neuheiten. Ist, glaube ich, ein französischer Verlag, wenn ich mich nicht recht täusche. Und auf jeden Fall gibt es da erstmal ein einfaches Dice-Rolling-Spiel. Zombie ist da das Thema, also ein Würfelspiel, wo immer mehr Zombies dazukommen. Man versucht quasi, diese auf die Mitspieler zu lenken. Also die Zombies greifen auf jeden Fall an und man versucht, die ganz einfach umzulenken. Und man bestimmt immer, mit welchen Würfeln man konkret würfelt. Also offensichtlich zeigen die unterschiedliche Aktionen. Und dann wirft man den und man kann dann eben halt entweder plündern oder Barrikaden bauen oder eben halt auch Zombies töten. Ja, hört sich nach einem einfachen, schnell gespielten 15 Minuten ist ja angegeben, Würfelspiel an. Was schon ein bisschen komplexer ist, ist Masters of the Night. Und das ist ein kooperatives Spiel für 1 bis 5 Spieler und meine Ahnung ist schon ein bisschen klar, ist natürlich so Horror-Szenario schon ein bisschen, wo die Spieler Mitglieder einer Vampir-Familie sind und dort eben versuchen zu überleben und gegen mysteriöse Agenten kämpfen. Also so viel ist das jetzt auch noch nicht mehr darüber bekannt, außer Aktionspunkte gibt es, aber gut, meistens irgendwie bei solcher Art von Spielen. Mal gucken, ob es da irgendwie mehr davon in Nürnberg zu sehen gibt. Was man auf jeden Fall schon kennt, denn das ist jetzt quasi ein neues eigenständiges Spiel in dem Universum von Sword and Sorcery. Und zwar Ancient Chronicles heißt das Ganze jetzt. Und es sieht so aus, als ob Sword and Sorcery wirklich im Original von Ares kommt. War mir ehrlich gesagt so gar nicht bewusst. Auf jeden Fall, Ancient Chronicles ist jetzt eben der neueste Teil davon und ist ein neues eigenständiges Spiel. Bringt natürlich neue Monster und Helden mit sich und die bereits bestehenden Monster und Helden kann man aber auch von der Immortal Souls Kampagne übernehmen. Ansonsten erweitert das Spiel auch noch die bekannten Mechaniken, ohne jetzt komplexer dabei zu werden. Und geschichtlich spielt das Ganze auch vor Immortal Souls. Also Sword and Sorcery Fans, denke ich mal, werden damit ein bisschen schon was anfangen können. Und der letzte Titel noch in dem Block von Ares Games, das ist eine Erweiterung zu War of the Ring, und zwar nennt die sich Kings of Middle-earth. Und das ist mittlerweile schon die dritte Erweiterung von dem Ringkrieg, wie das Ganze im Deutschen heißt. Und geht diesmal um die Rolle der Herrscher der Free Peoples. Also wer so ein bisschen in dem Thema ist, der, denke ich mal, kann mit Free Peoples was anfangen. Es gibt neue Figuren, ansonsten auch neue Regeln und zusätzliche Regeln für sogenannte Siege Battles. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, was das ist. Auf jeden Fall gibt es ganz einfach da noch ein bisschen mehr für die Fans von Ringkrieg. Dann sehen wir auch schon beim nächsten Verlag und das ist Cranio Creations. Und die haben auf jeden Fall ein paar interessante Titel mit am Start. Und direkt der erste Titel zum Beispiel ist relativ interessant, zumindest von der Beschreibung her. Und zwar nennt er sich Golem. Cover auch schon mal recht interessant. Ist ein Engine Builder und zwar von dem Team, was auch schon an Grand Austria Hotel gearbeitet hat. Und Grand Austria Hotel hat wohl auch ein bisschen inspiriert zu diesem Spiel hier. Thematisch geht es um die Legende aus dem 16. Jahrhundert und den Golem von Prag. Also kenne ich persönlich nicht, aber es ist eben so, dass die Spieler dort einen Golem kreieren und den eben halt auch versuchen zu beherrschen und mit dem dann eben gewisse Aktionen machen können. Und müssen aber dabei aufpassen, dass dieser nicht irgendwie unkontrolliert wird und dann irgendwie Schaden anrichtet. Also Engine Builder bin ich sowieso ein Freund von, gucke ich mir auf jeden Fall gerne mal an, vielleicht sieht man da mehr dazu. Wovon es noch nicht mal ein Cover zu geben scheint, ist Machination. Sorry übrigens für alle englischen Aussprachefehler, ihr wisst, damit habe ich immer mal so ein paar Probleme. Ist auf jeden Fall ein Spiel von Matthew Dunstan und Phil Walker Harding, also normalerweise eher so die Familienspielentwickler, ist auch hier ab 10 Jahren 30 Minuten Spielzeit. Ich denke mal, ist schon typisch als Familienspiel. Und zwar geht es um eine Fahrzeugdemontagehalle und in der müssen die Spieler eben entscheiden, welche Autos dort jetzt sie zerlegen, um dann entsprechend verschiedene Aufträge zu erfüllen. Es geht darum, eben auch den Auftrag dann entsprechend als schnellster zu erfüllen.
Ungewöhnliches Thema auf jeden Fall. Die Mechanismen, die hier stehen, sind Card Drafting, Pattern Building und Abstract Strategy und ein bisschen Puzzle. Gut, man kann sich vielleicht grob vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Wovon man mit Sicherheit schon ein bisschen mehr Vorstellung hat, ist Maharaja, denn das ist nämlich eine Neuauflage von Cramer & Griesling, Klassiker aus dem Jahre 2004. Damals sogar zum Spiel des Jahres nominiert gewesen und bei Phalanx Games damals erschienen. Den Verlag gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Was ist jetzt neu? Man kann es jetzt auch alleine spielen, also für 1 bis 4 Spieler neue Grafiken. Natürlich gibt es immer bei einer Neuauflage. Außerdem neue Komponenten und man baut nun Statuen. Also früher hat man wohl irgendwie Gebäude oder sowas gebaut, jetzt baut man Statuen. Neue Charaktere gibt es auch und auch neue Wege, um irgendwie Punkte zu machen und auch dann wieder das alles mit verschiedenen Modulen und so weiter und so fort. Also eine typische Neuauflage. Allerdings halt auch erstmal Cranio Creation typisch natürlich in Englisch und Italienisch. Was es aber wohl auf Deutsch mitgeben wird, ist der nächste Titel. Und zwar nennt sich der Mekani und das ist ein Spiel für größere Gruppen, auf jeden Fall ungewöhnliches Spiel, wo mit Märchenkarten eine Geschichte erzählt wird. Und das Schicksal bestimmt dann darüber, welche Karten überleben, welche Charaktere überleben sollen und wessen Lieblingscharakter dann am Ende überlebt, der gewinnt das Spiel. Also von der Erklärung her schon recht ungewöhnlich. Ist halt, denke ich mal, schon so ein Story-driven Spiel. Hidden Roles ist noch mit als hier Mechanik mit angegeben. Ja, weiß ich nicht, was das Cover jetzt damit irgendwie zu tun hat. Mal gucken. Das nächste Spiel, das ist, ja, denke ich mal, eher so ein Familienspiel. Ist ein Stichspiel. Miau nennt sich das Ganze und erscheint auch schon mit im Deutschen, so wie das hier aussieht. Und ist von Rainer Knizia. Und die Spieler sind dort Katzen und kämpfen für Futter. Und müssen dabei aber natürlich Fischgräten vermeiden. Die wollen sie nicht haben. Sie wollen natürlich nur ordentliches Futter und sie müssen auch versuchen, dass sie dabei keine Vasen kaputt machen. Und gibt einfache Stichregeln, ganz normal, also nichts irgendwie Hochtrabendes. Und über Stiche bekommt man auch sogenannte dann Award-Tokens und die können aber auch unter Umständen negativ sein. Also da auch noch ein bisschen mit Glücksfaktor mit dabei. Das nächste ist eine Erweiterung und zwar zu Mystery House, also quasi dieses Exit-System mittlerweile schon. Sollen, denke ich mal, auch noch ein paar mehr Erweiterungen kommen. Kommt übrigens auch auf Deutsch. Werdet ihr dann im zweiten Teil sehen, bei wem das auf Deutsch kommt. Und da gibt es jetzt im Englischen schon eine Erweiterung, die das Ganze thematisch in den Wilden Westen bringt. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, weil man muss das natürlich halt spielen. Ist einfach jetzt dann ein Wild-West-Thema. Und das letzte Spiel jetzt noch im Cranio Creations Blog. Das ist auch wieder ein Familienspiel, würde ich mal sagen. Puzzle und Dice Rolling als Mechaniken hier angegeben. Pakal heißt es und es ist so eine Art Echtzeit-Knobelspiel, wo eben jeder Spieler auf seinem Tableau Blöcke umherschieben muss. Erinnert so ein bisschen an Rush Hour, würde ich mal sagen. Und man muss eben dort mit farbigen Blöcken Anordnung entsprechend von Zielkarten erfüllen und je mehr Punkte man bekommt, desto schwerer wird es dann auch vor allem, weil man dann irgendwie Blöcke umdrehen muss, dass die eben dann nur noch weiß sind und dann hat man eben weniger farbige Blöcke, um dann eben das Muster, was vorgegeben ist, zu erfüllen und damit wird es dann quasi auch schon schwerer. Gut, dann sind wir beim nächsten Verlag und der nennt sich Crowd Games und den kannte ich ehrlich gesagt überhaupt noch gar nicht. Ich kannte aber oder kenne viele Spiele davon, denn einige davon hatte ich auf jeden Fall in Spielleiter-News schon gehabt und ein paar war davon auf Kickstarter schon gewesen. Ich stelle sie euch jetzt einfach mal vor und zwar City of the Great Machine ist ein etwas komplexeres Spiel und das dreht sich natürlich thematisch um Steampunk. Man sieht es direkt schon am Cover und es geht direkt auch um den Konflikt zwischen Maschinen und einer Allianz von Helden. Und dabei ist es so, dass eben ein Spieler die Maschinen steuert und die anderen Spieler sind dann quasi eben die Helden und beide haben eben natürlich unterschiedliche Ziele. Der Maschinenspieler will eben, dass die Maschinen, sag ich mal, über alles herrschen und die anderen versuchen eben die Maschinen eher zu unterdrücken. Gibt es leider nicht so viel mehr Informationen, nur halt eine abstrakte Spielbeschreibung. Mechanisch gibt es dort Action Queue, also dort irgendwie eine Aktionswarteschlange und Area Movement, ja, Science Fiction als Thema jetzt gut, ich würde es ja als Steampunk bezeichnen, aber gut. Das nächste Spiel, da gibt es schon ein bisschen mehr Informationen dazu, Deep State New World Order und da kann man sich auch schon ein bisschen was drunter vorstellen, denn es geht quasi, es ist schon ein sehr politisches Spiel auf jeden Fall, geht um eine neue Weltordnung.
sehr dystopisches Thema, um eben politische, finanzielle und auch eben Forschungseinrichtungen, und die versuchten die Spieler mit Agenten zu infiltrieren, und das, was man da irgendwie infiltrieren muss oder was man an Aufgaben hat, ist auch auf Zielkarten abgebildet, und die bringen dann am Ende dann ganz einfach dann auch Punkte. Und ansonsten, ja, spielmechanisch, Handkartenmanagement ab 14 Jahren ist das Ganze auch erst empfohlen. Das nächste Spiel, das ist nicht ganz so komplex, ist eher ein Deduktionsspiel. Wenn man den Namen sieht, ist es eigentlich schon relativ klar, denn Enigma, damit kann man eigentlich auch nur Deduktion mit verbinden. Und hier geht es natürlich darum, dass eben Spieler versuchen, Motive anderer Spieler zu erkennen und benötigte Karten zu bekommen. Und beziehungsweise andere Spieler auch daran zu hindern, irgendwie da dann das Muster zu erkennen. Also spielen halt offensichtlich immer Teams gegeneinander, wobei bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die Spieler eben Kryptologie-Experten und haben jeweils eine geheime Mission, aber nur einer ist eben der wirkliche Experte. Also Hidden Roles sind irgendwie auch noch mit dabei, Bluffing ist mit dabei. Also ein einfaches Deduktionsspiel ist es jetzt nicht, sondern es ist wirklich schon noch ein bisschen was Aufgebohrteres an der Stelle. Das nächste Spiel von Crowd Games ist Ganesha. Indisch angehauchtes Spiel auf jeden Fall, Abstract Strategy, der Hauptmechanismus, also schon definitiv ein abstrakteres Spiel, wo eben Set Collection noch mit dabei ist. Die Spieler platzieren eben Würfel auf, entweder eine Mandala, um Punkte zu generieren, können diese aber auch behalten, um dann unter Umständen eben später noch mehr Punkte damit machen zu können, also relativ einfache Spielbeschreibung auch an der Stelle, aber 8 Jahren ist das Ganze auch empfohlen. Dann haben wir noch ein Storytelling-Game von Crowd Games, und zwar nennt sich das Windmill Cozy Stories, also quasi auch im Titel direkt mit dabei. Ab 6 Jahren ist das Ganze sogar empfohlen, 3 bis 5 Spieler, und es ist so, dass die Spieler eben anhand von einer geheimen Bildkarte eine kurze Story erzählen, und die anderen Spieler versuchen dann, die entsprechend offene Karte, die eben mit dieser Story assoziiert ist, dann zu finden. Also ein Assoziationsspiel, was aber halt noch so ein bisschen mit Storytelling verbunden ist. Und das letzte Spiel von Crowd Games, das ist Winter Queen. Recht cooles Cover auf jeden Fall. Generell die Covers von den ganzen Spielen gefallen mir sehr gut. Das ist auch wieder ein abstraktes Spiel, und da sind die Spieler Zauberer, die eben magische Ornamente aus verzauberten Kristallen erschaffen müssen, und man platziert entweder ein Kristall auf dem Spielbrett oder man punktet bereits gelegte Kristalle, also ja, ziemlich abstraktes Spiel auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir direkt zu 3 Magier-Spiele, und die bringen neben einer Kinderspielneuheit, die ich eben mir, wie gesagt, nicht genauer angeschaut habe, ist jetzt noch Doodly-Doo Extreme mit dabei, und der eine oder andere kennt es vielleicht auf jeden Fall. Ich bin ein großer Doodly-Doo-Fan. Mittlerweile habe ich damit auch schon meinen kleinen Sohn nochmal mit angesteckt. Der spielt das mittlerweile auch schon relativ gerne und ist auch schon recht gut mit dabei, außer beim Krokodil, da klappt es manchmal noch nicht so richtig. Auf jeden Fall jetzt eine Extreme Edition, wo natürlich alles wie gehabt ist, außer ein paar kleine Zusatzkniffe. Und zwar haben die Spieler jetzt 4 Ablagestapel. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer, weil man noch mehr irgendwie versuchen muss zu überblicken. Außerdem laut Beschreibung sind nur 2 Zusatzspiele drin, Dodo und Didelidi, was auch immer das bedeuten mag. Dann Divi Gyochi, die haben hauptsächlich halt eben Spiele, die Abacus-Spiele im Deutschen bringen. Deswegen habe ich die doppelt nicht aufgeführt. Aber eins gibt, was sie auf Englisch bringen und Abacus zumindest noch nicht angekündigt hat. Und zwar ist das Movie Night. Also vielleicht kommt es auch gar nicht bei Abacus-Spielen. Auf jeden Fall möchte ich es trotzdem mit erwähnen. Movie Night ist ein Spiel, ein Partyspiel, wo man eben entsprechend zu einer Review-Vorgabe Filmtitel erfinden muss, die eben dazu passen. Und die Filmtitel sind wohl irgendwie in unterschiedlichen Fragmente dann auch mit auf Karten vorgegeben. Und ja, geht es nicht um Punkte, sondern einfach irgendwie Spaß an der Sache beim Spielen zu haben, um dort irgendwie lustige Titel zu finden. Dann sind wir auch bei Edition Spielwiese schon angekommen, und die haben 2 Neuheiten dieses Jahr zur Spielwarenmesse. Und das eine ist ein Memory-ähnliches Spiel ab 6 Jahren, habe ich mal doch mit reingenommen. Memorind ist das Ganze, und für 2 bis 4 Spieler, 15 bis 30 Minuten ungefähr. Und da geht es eben darum, dass die Spieler einen Weg aus dem verwunschenen, verzauberten Wald, wo sie vorher reingelaufen sind und dann eben festgestellt haben, oh, irgendwas stimmt hier nicht, müssen sie wieder rausfinden. Und
Dabei müssen sie ein bisschen Glück haben und sich auch ein bisschen schon gemerkt haben, wo sie abgebogen sind. Also ja, erinnert vielleicht schon ein bisschen an Memoir, zumindest von der Mechanik her, also bei Memory eben. Das zweite Spiel, was ich noch mitbringe, das nennt sich Treelings und das ist übrigens von Paul Schulz, der vor einiger Zeit eben dieses Spiel des Jahresstipendium mal gewonnen hat und da hat er jetzt eben hier ein Spiel bei der Edition Spielwiese rausgebracht und thematisch geht es darum, die Spieler wollen einen möglichst hohen Turm jeweils bauen, weil nur von dem höchsten Turm aus starten die Glühwürmchen zum Glühwürmchenfest. Ja, thematisch auf jeden Fall schon mal recht ungewöhnlich. Mechanisch gibt es noch nicht so viel Informationen, außer eben die Keywords Drafting, Set Collection, Card Game, City Building und ich denke mal, dazu werde ich eine kurze Vorstellung auf der Spielwarenmesse drehen. Fantasy Flight Games, die sind auch mit einer Neuheit hier gelistet bei der Spielwarenmesse und das nennt sich Fallout Shelter, The Board Game. Und es gab ja letztes Jahr, glaube ich, ein Fallout-Brettspiel eben, was ja schon ja, ein bisschen für Aufregung gesorgt hat und da auf jeden Fall auch schon mit ja, dieses Thematische bedient hat. Jetzt eben noch ein weiteres Brettspiel dazu, was wohl ein bisschen seichter ist noch. 2 bis 4 Spiele, aber auch 60 Minuten, also so ganz leicht ist es im Endeffekt dann jetzt auch nicht. Ist ein Worker-Placement-Spiel, bei dem die Spieler eben Vault-Offiziere sind und versuchen, die Moral der Bewohner aufrechtzuerhalten. Man startet mit 2 Bewohner, beziehungsweise die dann eben halt Worker auch sind und kann eben bis auf zu 7 kommen. Und ja, das ist eben, wie gesagt, dann auch schon direkt für Q1 mit angekündigt. Von Frosted Games gibt es konkret auch einen Titel, der für die Spielwarenmesse vorgesehen ist und das ist eine Erweiterung zu Hexroller, dem Roll'n'Ride-Spiel, was ja letztes Jahr auf der Nürnberger Spielwarenmesse dann auch rauskam und jetzt endlich bekommen die farbigen Würfel dort auch eine Bedeutung und das Ganze ist eben so als Block quasi ist die Erweiterung gehalten und worin jetzt da die farbigen Würfel eine Bedeutung bekommen, das weiß ich allerdings nicht. Dann haben wir es auch schon bald geschafft. Funforge, die kommen mit Namiji. Das war, glaube ich, vor kurzem auf Kickstarter gewesen. Ist ein Spiel, was so ein bisschen an Tokaido erinnert und auch wirklich so in diesem Setting spielt. Allein auch vom Cover her erinnert es schon daran. Von Antoine Bauzat natürlich auch wieder. Und die Spieler ziehen dort mit ihren Figuren auf einer gemeinsamen Leiste und führen entsprechend Aktionen aus. Ähnlich wie das bei Tokaido auch ist. Aber die unterscheiden sich, also die Aktionen unterscheiden sich dann doch schon wieder zu Tokaido. Dann machen wir auch schon direkt weiter mit dem nächsten Verlag Hobby World und die bringen 2 Spiele direkt mit zur Spielwarenmesse und zwar Cutterland. Und das ist recht ungewöhnlich, denn die Spieler zerschneiden dort wirklich einzelne, also es gibt quasi einfach so Abreißzettel oder einen Block und die müssen quasi die einzelnen Blöcke, also die einzelnen Zettel zerschneiden und daraus dann eine Insel erstellen. Also recht ungewöhnliches System auf jeden Fall und für eben die Insel gibt es dann unterschiedliche Punkte, muss man halt gucken, irgendwie gibt es entsprechende Regeln, was man da wohl irgendwie dann auch abschneiden kann. Also hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Ansonsten noch Spycon, wenn man sich das Cover anschaut, das erinnert natürlich an Spyfall und beziehungsweise Spyfall 2, was es da eben schon gab. Und genau von dem Autoren kommt auch eben jetzt das Spycon. Und da ist es auch so, dass die Spieler eben abwechselnd eben dran sind und eben Spione sind. Und es gibt 2 Teams, also eben halt Team der Spione und dann eben Nicht-Spione und abwechselnd wird das Ganze dann eben durchrotiert und Ziel ist es eben, eine richtige Zuordnung von einer Kostümkarte und einer Personenkarte zu finden. Und derjenige, der eben das erklärt, der zeigt seinem Team zumindest eine Karte davon, zum Beispiel die Kostümkarte und beschreibt dann irgendwie den Zusammenhang zwischen der Personenkarte und der Kostümkarte. Und ja, die Teams müssen dann quasi eben versuchen, das dann zu erraten. Auf jeden Fall recht ungewöhnliches, wobei so ungewöhnlich ist es gar nicht, aber auf jeden Fall eben mal ein bisschen neuartigeres Partyspiel an der Stelle. Und der letzte Verlag jetzt noch in der Vorschau für die Spielwarenmesse 2020 in Nürnberg ist Horrible Guild, wie sie mittlerweile heißen. Und die bringen Similo mit, da zumindest eben ein neues Thema. Mythen ist es jetzt dort. Und ja, Similo, da sind ja schon 2 verschiedene Themen erschienen. Und zwar einmal Geschichte und Märchen, sogar auch im Deutschen, eben natürlich beim Heidelberg Games Verlag. Und ursprünglich ist es eine Reimplementierung von Hall of Fame aus 2016.
kooperatives Deduktionsspiel für 2 bis 8 Spieler, wo eben Spieler im Team einen unter 12 ausliegenden Märchencharakteren, also eben bei der Märchenversion, ist dann halt eben einfach unterschiedlich je nach Thema, finden müssen und nur ein Spieler kennt ihn und gibt eben dann Hinweise über Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit jeweils zu den anderen ausliegenden Karten. Und nach jeder Runde müssen dann die ratenden Spieler immer einen Charakter aussortieren und die unterschiedlichen Versionen sind auch miteinander kombinierbar und so weiter und so fort. Das zweite Spiel, das ist ein Kickstarter gewesen und auch eine Neuauflage von dem Spiel. Und zwar hieß das damals Horse Fever und jetzt eben Unicorn Fever, kam damals bei Carny Creations und jetzt ist es, sind es ganz einfach Einhörner, die dort um die Wette rennen und beziehungsweise wo man eben auch drauf bietet, wenn ich mich da nicht täusche. Ist ein Rennspiel, wo eben die Spieler auf genau Sieg wetten können und eben die Konkurrenz auch mit fiesen Aktionen attackieren können. Das Rennsystem zu dem Horse Fever ist gleich geblieben. Es gibt allerdings ein neues Beat-System und auch überarbeitete Karten an der Stelle. Und die aufgedeckte Karte, die gibt auch an, wie weit sich die Einhörner auf ihren Bahnen jeweils bewegen. Und da gibt es auch noch 2 Würfel mit farbigen Seiten, die dann auch noch geworfen werden. Die können auch noch extra Boost geben für die Einhörner. Und man kann nun auch mit Karten gezielt Einhörner stärken oder schwächen. Also ist quasi nicht so, dass einer persönlich nur ein Einhorn irgendwie spielt, sondern eben man wettet quasi eben halt auf bestimmte Farben. Und Contract Cards kann man auch noch kaufen, die mächtige Fähigkeiten mit sich bringen. Also ja, hört sich auf jeden Fall nach einem lustigen Spiel an. Gut, das war es jetzt auch schon an der Stelle mit der Vorschau Teil 1 für die Spielwarenmesse. Und ja, wenn es dann soweit ist und ich auch Teil 2 schon veröffentlicht habe und ihr seid jetzt dann erst auf dieses Video mit Teil 1 gestoßen, dann würde ich hier oben dann auch schon bei den i jetzt am Ende des Videos eben direkt auf Teil 2 verweisen. Ansonsten, würde ich mich freuen, wenn ihr den zweiten Teil dann vielleicht auch noch mit anschaut. Es sind auf jeden Fall auch noch viele deutschsprachige interessante Titel mit dabei. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Gut, das war's jetzt erstmal mit dem Video für diese Stelle. Ich danke wie immer fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.